Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Formel 1 Video meinerseits, aber diesmal nicht in der bekannten Konstellation mit den anderen zusammen, sondern diesmal wieder in der F1 Online Liga und diesmal in einem anderen Team als zuvor. Diesmal ist nicht mehr Bidi mein Teampartner, sondern der liebe werte Herr Ilu und diesmal auch im Marussia unterwegs, wie er letztes Jahr gefahren ist. Und ich habe mich ihm jetzt angeschlossen. Wir versuchen nämlich zusammen den Titel zu erreichen und natürlich auch peile ich den Einzeltitel an, das dieses Jahr aber ziemlich schwer zu gestalten scheint. Aber das werdet ihr natürlich im Rennen sehen, was mir so passiert ist und so weiter und so weiter. Das werdet ihr alles sehen. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Schreibt es in die Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, damit ich schon mal Bescheid weiß, was ich ändern kann und was ich eventuell wiederholen kann und so weiter. Deswegen viel Spaß mit dem Video. Euer Striker. Du hast die Aufschlusszone frei, damit ich da durchsetzen kann. Ja, bei mir auch. Gott, ich bin links neben dir. Ja, ich hab's gesehen. Also lass mir ein bisschen Platz. Oh, Alter, was war denn da? Och, bist du Gates geworden? Wer? Du! Echt? Die Strecke ist frei. Ja. Ich hab einen Wolf mal fliegen gesehen. Bin durch dich durchgerutscht. Ich war schon früher gebremst. Aber habe ich nur links einen bei mir vorbei gesehen. Ich hab. Das muss sein, Gerald. Marcel, ja. Alles okay bei dir? Ja. Würde ich wohl getroffen haben. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Ja. Ich hab auch so scheiß Ruckler. Stresst mich selbst. Ja. Du schießt die ganze Luft an mir vorbei und kommst hier dann wieder zurück. Also. Wolfgang ist eben durch die Luft geflogen. Alter, ey, komm! Oh, Gunz, ey! Gunz, dann lass uns mal vorbei, nicht, dass da noch was passiert, ey. Ja, ich lass euch vorbei. Oh. Komm, ja, ich hör auf, ey, ich hör auf, ey, die ganze ja. Scheiße, ja, ey, riech mich wieder auf. Das war der Flügel, Gunz. Ja, komm. Ja. Sorry. Ich hab schon aufgepasst, ja, Andi. Keine Ahnung, stell einen Strafvertrag oder so, aber... Scheiße hier, ey. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Oh, ich rutsch drüber. Oh, uiuiui. Entschuldigung, ich bin da drauf gekommen. Ah, das ist okay. Nichts passiert, ich hab aufgepasst. Boah, ey. Bin voll drüber gerutscht. Nee, alles okay. Das ist doch meine. Wir haben noch 90 Kilo Benzin im Tank. Noch 90 Kilo Benzin. Dann prüge ich mich hinten ein bisschen mit Marcel.
Ja, komm mal bei mir rein. So, dann machen wir beide Attacke nach vorne, ne? Ja, natürlich. Einmal freie Fahrt und kommen wir dann sofort den Frontflügel ab, ey. Zeigt er dir überhaupt irgendwie Teil, wann du mal eine Box sollst an? Ja. Bei mir macht er einen Strich. Ja. Ich auch wieder. Oh, mach ich. Bei mir sollte 23. Alter. Ja, vor mir in die Box gefahren ist, bei dir war ich wahrscheinlich sagen 20. Dann ist das irgendwie alles besser. Ist er, ne? Ja. Bei mir auch. Es sind noch zwei Runden bis zum nächsten Boxenstopp. Wir ziehen dir die Options auf. Gestern sind wir beide aber auf 34er Zeiten gefahren. Oh! Ah! Na, dass da innen reinsteckst mit den rechnet niemand. Ach. Einen Ausflug gemacht? Eventuell. Hab ich im Rückspiegel gesehen. Okay.
fahr vorbei. Bevor was passiert. Der macht sich aber auch dick hier, ey. Ja, ich wollte dir den Platz jetzt nicht schenken. Jetzt will ich mich vorbei, da. Außerdem sehe ich die ganze Zeit Geralds Vorsprung schrumpfen. Oh, deswegen. Entschuldigung. Schönen Dank auch, ey. Mann, ey. Grüne Flagge, das Rennen geht weiter. Entschuldigung. Unseren Daten nach sind die Reifen derzeit in Ordnung. Du solltest zumindest für die nächsten Runden noch guten Grip haben. Witzveranstaltung. Oh, Penny steht mitten auf der Straße. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Aber selbst wenn der Flügel jetzt kaputt wäre, könnte man die Box von einem neuen holen. Aber egal, muss jeder selber wissen. Vorne geht jemand langsam den Reifen aus. Stimmt. Ja, drei Runden älter, ne? Merkt man sofort. Ja, langsam merkt man das. Der ist aufzumachen. Aber ich nehme an, dass der Pedi mit alten Reifen am Weg war und deswegen so früh bremsen hat müssen. Ich hab frische drauf gehabt. Naja, da war der Versuch mal, ne? Da war ich eigentlich da dran. Du musst nur Bescheid sagen, wenn du irgendwo kommst, bin rechts, dann kommst du. Ich bin rechts, ja. Ich bin rechts von dir. Alles klar. Ein bisschen Ärger. Das sehe ich schon. Oh, ich schreck schon runter mit dir. Ganz gleich Striker. Ich habe so einen Punkt gesehen, der mich ganz nervös gemacht hat. Das bringt uns auf P2. Ja.
gewundert. Also Gera, du kannst dich ruhig ein bisschen mehr gegen CT-Meister wehren. Ich bin schon seit einer Stunde dran vorbei. Da, seit einer Runde vielleicht. Ja, seit ein paar Metern sogar erst. Dauert's nicht mehr lang, da wäre ich gleich das erste Mal über Runde. Deine Vorderräder blockieren. Versuch. Ah ja, da ist der jetzt in die Box vorne, Mann. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Momentan sind Abnutzungserscheinungen an deinen Reifen noch kein Thema. Du solltest noch eine Weile guten Grip haben. Sorry, Wolfgang. Du hast aber viel aufgeholt in der Runde, ha? Ja. Weiche Reifen. Boah. Die Strecke ist frei.
kommentiert. Naja. Aber zumindest fahrt hier in die Box und holt euch einen neuen Flügel und fahrt weiter, was andere nicht tun. Aber ist egal. Ich hab noch nie ein Rennen aufgegeben, Wolfe. Und ich fange da nicht mit an, wenn ich mir in der zweiten Runde einen Flügel wegfahre oder vorhin in Japan bei der PS4 in der ersten Runde und bin nur Dritter geworden. Also ja, alles gut. Seitdem gibt's ja die Option, ne? Aber machen wir da vorne nicht so viel, Hanakiri. Also ich bin am Limit, Junge. Danke, Jan. Danke. Ihr drei Helden. Ich fahr hart, ja. Aber wer der Andi davon zieht, das darf ich gar nicht mehr sagen. Sehr heftig. Hinten bleiben! Kannst jetzt auf der Geraden dann vorbeifahren. Sag Bescheid, falls du Probleme bemerkst. Sehr gut, reife Leistung. Du bist auf den dritten Platz vorgerückt, P3. Hast du weiche Reifen, oder? Ich sehe mit Teamspeak, das Dreieck und ich haben uns das alles schön ausgeredet. Da hat es nie einen Vorfall gegeben. Ja, von wegen der Wolfgang gibt nie noch. Schwachsinn.